herzlich willkommen an alle, die schon sitzen und die vielleicht noch zu uns stoßen werden. Genau, das Thema unserer Podiumsdiskussion ist die Macht des Geldes fürs Klimanutzen. Wir werden jetzt eine gute Stunde über dieses Thema sprechen und hoffentlich auf viele spannende Punkte kommen. Mich würde jetzt aber erstmal interessieren, von euch, die hier sitzen, wie viele von euch haben ein Girokonto? Das sind so gut wie alle, würde ich sagen. Wie viele von euch sparen denn bewusst? Okay. Es sind schon ein paar weniger. Gibt es auch einige unter euch, die ihr Geld investieren, also irgendwie anlegen in Aktien, in ETFs, in andere Fonds? Es sind auch noch einige. Super. Und wer von euch hat in diesem Zusammenhang schon mal an Nachhaltigkeit gedacht? Das sind auch schon einige. Sehr schön. Perfekt. Danke für diesen kurzen Einblick, wie es bei euch aussieht hier im Saal. Ich habe mir das Ganze auch nochmal für Deutschland angeschaut und da muss ich tatsächlich so ein bisschen auf meine Karte hier auch gucken. 500 Milliarden Euro waren in Deutschland Ende des letzten Jahres in nachhaltige Geldanlagen angelegt. Das steht zumindest im neuen Marktbericht des Forums Nachhaltige Geldanlagen. Das ist Rekord. Ganze 36% davon stammen von privaten Leuten, also wie uns hier. Und das sind immerhin mehr als 130 Milliarden Euro. Noch viel größer ist aber die Summe, die nicht in nachhaltige Geldanlagen fließt. Und bevor wir jetzt damit starten und darüber sprechen, warum oder was das fürs Klima bedeutet, eben jetzt nochmal eine kurze Vorstellung von uns. Also mein Name ist Jule Zentek, ich bin freie Journalistin und bin Presenterin bei dem Instagram-Kanal Klimaneutral. Da geht es um die Klimakrise und Klimapolitik, aber ich habe auch einen Background im Finanzjournalismus und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dieses Panel hier heute moderieren zu dürfen. Und ich habe dafür auch die perfekte Besetzung am Start. Und zwar einmal Dani Patum, sie ist Diplomökonomin, geprüfte Finanzanlagenfachfrau. Außerdem hast du seit 2017 den Finanzblog Geldfrau und bietest Finanzcoachings und Workshops an. Und du kommst aus Hamburg, hattest es also nicht ganz so weit hierher. Perfekt. Schön, dass du hier bist. Dann ist noch Magdalena Senn hier. Du bist aus Berlin angereist, genau. Du hast International Economics und Ökonomie studiert. Von 2017 bis 2020 warst du Assistentin der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament im Wirtschafts- und Währungsausschuss. Und jetzt bist du Sustainable Finance-Referentin bei der Bürgerbewegung Finanzwende, die sich für faire, stabile und nachhaltige Finanzmärkte einsetzt. Und das sei auch noch kurz gesagt, Dani ist übrigens Gründungsmitglied von Finanzwende. Also hier gibt es auch noch eine kleine Connection. Genau. Mich würde jetzt erstmal interessieren, und die Frage ist an euch beide gerichtet, was in der Finanzwelt mit Blick auf die Klimakrise in euren Augen gerade falsch, vielleicht aber auch gut läuft. Wer von euch beiden mag mal anfangen? Okay, ich darf starten. Ja, danke für die nette Vorstellung und auch für die Einladung hier. Das ist, ich freue mich super, dass wir hier bei diesem Panel mal diese Themen besprechen können. Das ist prima. Zu deiner Frage, was läuft schief? Ich glaube, das größte Problem ist, dass ganz viel geredet wird über, was Banken sich für tolle Net-Zero-Ziele stecken und so weiter und so fort, aber dass eigentlich seit dem Pariser Klimaabkommen die Investitionen in Fossile, also die Finanzierung, die waren gigantisch. Und wir haben sozusagen so ein Nebeneinander von nachhaltigen Geldanlagen und sehr viel Gerede über Nachhaltigkeit, aber gleichzeitig ist der Finanzsektor immer noch ein Treiber der Klimakrise und das ist eigentlich das Problem. Ja, kann ich ergänzen? Ich habe ein Mikrofon. Jetzt ist es da. Also kann ich ergänzen, insgesamt kann man ja sagen, dass der Finanzmarkt oder die Banken generell ja gar kein ethisches Korsett haben, also gar kein ethisches Regelwerk, in dem sie sich bewegen und bei ihnen geht es tatsächlich nach meiner Ansicht und nach meiner Erfahrung als Journalistin, ich habe auch lange Jahre für den öffentlich-rechtlichen Hörfunk gearbeitet, geht es hauptsächlich darum, die Gesellschaft auszupressen und das Geld, was in der Gesellschaft, also ich sage das überspitzt, aber so empfinde ich das, das Geld aus der Gesellschaft hinauszulassen, zu sich zu leiten, in hohe Boni umzusetzen und in hohe Managementgehälter, aber nicht den Gedanken mehr zu haben, wie es früher mal war, wir dienen der Gesellschaft, also die Banken, der Finanzmarkt dient uns. Das tut er schon lange nicht, deswegen sehen wir auch die massiven Krisen, die sich immer schneller anbahnen und dazu gehört natürlich die Nachhaltigkeit auch, die nicht verfolgt wird.
In dem Bericht, den ich gerade schon mal angesprochen habe, da steht auch drin, dass die Nachfrage und das Interesse für nachhaltige Geldanlagen aber von Jahr zu Jahr steigt. Wie nimmst du das denn so in Gesprächen mit den Leuten wahr, die du coachst, Dani? Also ich nehme es vor allen Dingen in meinen Online-Kursen wahr, von den Teilnehmerinnen. Also ich mache Online-Kurse hauptsächlich nur für Frauen. Und da geht es immer regelmäßig darum, ich möchte mein Geld gerne nachhaltig anlegen. Ich möchte nicht, dass es der Gesellschaft schädigt. Das ist mir ganz wichtig und es ist ein großes Thema. Bei meinen Einzelcoachings nicht so, aber wenn ich mit Gruppen arbeite, in der Community, ist es immer ein ganz großes Thema und viele sind dann aber doch recht frustriert, dass das sehr enge Grenzen hat, über die wir ja auch heute reden, dass es einfach sehr enge Grenzen hat, aber der Wille und der Wunsch sind wirklich sehr, sehr groß. Ja, das Thema ist ja auch, wirklich, also Geldanlegen generell ist, glaube ich, auch ein Thema, was viele abschreckt, vielleicht auch so ein bisschen beängstigt, weil man nicht weiß, so wie mache ich es richtig. Man will dann ja auch wirklich nichts falsch machen. Also ich weiß es noch von mir selber, wie lange ich das vor mir hergeschoben habe. Und am Ende, gerade wenn man es nachhaltig machen möchte, dann will man das natürlich wirklich auch alles richtig machen. Erstmal, weil es ums eigene Geld geht und zweitens auch, weil man dann auch wirklich nicht möchte, dass man irgendwie sein Geld in klimaschädliche Branchen oder Unternehmen steckt. Magdalena, was bedeutet denn mal grundsätzlich gesagt, das ist natürlich auch immer eine individuelle Entscheidung, was man als nachhaltig empfindet, aber was bedeutet Nachhaltigkeit in Bezug auf Finanzen und Geldanlagen? Ja, da gibt es ganz verschiedene Ansätze tatsächlich, weil manche haben so eine ethische Grundmotivation, die wollen einfach nichts zu tun haben mit der Waffenindustrie dieser Welt und am besten auch nicht mit den Fossilen. Und die sagen so, da will ich die Finger von lassen. Das ist so die eine Schiene, würde ich sagen. Und die andere Schiene ist zu sagen, naja, mein Geld liegt ja auf dem Konto und finanziert da in der Wirtschaft irgendwelche Sachen und dann soll es die finanzieren, die was gegen die Klimakrise tun. Und das sind so zwei Wege, die es da gibt. Und ich glaube, es gibt auch sehr viel Verwirrung und sehr viel dazwischen. Dani, was ist dein Empfinden da? Also was ist für dich Nachhaltigkeit? Also ich wollte das noch kurz ergänzen, genau das sind nämlich auch die beiden Punkte. Wir haben auf der einen Seite die Geldanlage, also wo wir zum Beispiel Vermögen aufbauen, wir Privatleute und wie auch die Banken und Vermögensverwalter in Versicherungen, Rürup-Rente, Riester-Rente, all diese Sachen und andere Produkte, das Geld anlegen, was von uns kommt. Und das, was Magdalena auch angesprochen hat, ist dann der andere Bereich, wem die Banken letztlich Kredit geben, für welche Wirtschaftsinteressen, für welche Investitionen. Und das sind so zwei Punkte. Und wir beschäftigen uns natürlich mit unserem Teil, mit der Geldanlage tatsächlich. Aber diese Kreditvergabe, das ist ja auch das, was so in die Taxonomie rein zeigt, das ist ja etwas, was wir nicht beeinflussen können. Und bei der nachhaltigen Geldanlage gibt es so verschiedene Systematiken. Also es ist gar nicht so leicht zu definieren, was ist Nachhaltigkeit. Ne? Nachhaltigkeit ist ja eigentlich, dass wir heute so leben, dass wir die nachfolgenden Generationen nicht schädigen. Und das im gesamten Prozess. Und das tun wir ja nicht. Und wenn wir Geld anlegen, dann gibt es solche Oberkategorien, diese ESG-Kriterien oder dieses Socially Responsible Investing, dieses SRI, als abgekürzt, das ist so der Oberbegriff und wenn es darunter geht, kommen wir eben diese ESG-Kriterien. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wisst ihr das? Ne, diese ESG-Kriterien, die sind doch eigentlich unter euch bekannt. Da kommen wir später auch sonst auch bekannt. Noch dazu. Ja. Also und in diese Systematiken muss man sich einarbeiten, wenn man nachhaltig tatsächlich Geld anlegen möchte. Und das ist tatsächlich ein umfangreicher Prozess. Ist auf jeden Fall ein Prozess. Kleine Schritte sind deswegen aber auch so wichtig und es gibt da auch viele Möglichkeiten anzufangen, zum Beispiel mal darüber nachzudenken, wo man sein Geld eigentlich parkt. Hier haben gerade alle aufgezeigt, als es um das Girokonto ging, haben so gut wie alle wahrscheinlich noch irgendwie von den Eltern mal eingerichtet oder so. Es gibt aber eben auch Banken, die bezeichnen sich selber als ethisch oder nachhaltig oder grün, haben also so einen Nachhaltigkeitsfokus. Was ist denn damit dann genau gemeint, Magdalena? Naja, das sind Banken, die haben Nachhaltigkeit wirklich in ihrem Selbstverständnis, in ihrem Kerngeschäft. Die sagen, wir machen nur das, was irgendwie auch gut für Menschen und Planeten ist und unsere Finanzprodukte. Also da muss ich nicht einen grünen Fonds kaufen, sondern ich kann auch bei meinem Girokonto schon mich darauf verlassen, dass diese Bank sozusagen in dem von ihr als ökologisch nachhaltig definierten Bereich, dass da nichts schief geht. Ich denke, das unterscheidet die auch so ein bisschen von dem großen Hype, den wir jetzt seit den letzten paar Jahren sehen mit den
nachhaltigen Geldanlagen, die jetzt ja auch wirklich in den Mainstream der Finanzbranche geraten sind. Nachhaltig, ethisch, grün, wenn Banken sich so nennen, das sind alles Begriffe, die sind nicht geschützt. Das heißt, jede Bank kann sich das auf eine Website schreiben, kann damit Werbung machen. Gibt es da irgendwie Tipps von euch beiden oder Anzeichen, woran man mal checken kann, was die Bank eigentlich wirklich treibt? Naja, erstens werben die Banken damit und es gibt nicht viele, die von sich sagen, wir sind tatsächlich eine ökologische Bank. Also die GLS Bank ist ja die größte und die älteste, glaube ich, geben Leihen schenken aus Bochum. Dann gibt es noch die Triodos Bank, es gibt seit neuestem auch die Pax Bank bei uns. Es gibt noch verschiedene andere Banken, aber sie schreiben es erstmal in ihrer Satzung und dann müsste man halt in den Geschäftsbericht reingehen und gucken, was tun sie wirklich. Und auf den Webseiten wird es eigentlich ordentlich beschrieben, finde ich. Und ein Merkmal, finde ich zum Beispiel, ist, dass sie wirklich Projekte fördern. Und das steht auch offensiv auf den Seiten. Im Geschäftsbericht steht dann auch drin, welche Projekte sie fördern. Und man sieht es tatsächlich auch bei den Konten. Ökologische Banken sind meistens ein bisschen teurer. Da kostet das Girokonto tatsächlich etwas. Meistens kann man da auch kein Depot haben, beziehungsweise nur in Fonds sparen oder investieren, die auch die Bank selber auflegt. Also bei der GLS Bank zum Beispiel könnt ihr keine Apple-Aktie kaufen oder keine Amazon-Aktie. Da könnt ihr nur die Fonds kaufen, Anteile von Fonds, die eben die GLS Bank auflegt. Das ist so ein typisches Merkmal, wie ich finde. Und aber auch die ganze Kommunikation nach außen ist darauf ausgerichtet und man kann das auch alles nachlesen, wo eben das Geld hinfließt. Bei der Deutschen Bank zum Beispiel wird nicht offensiv auf den Seiten geschrieben, unser Geld fließt in bestimmte Länder, dort geben wir Scheichskredite, dort wird Kinderarbeit gefördert, wir arbeiten mit Steuerhinterziehern zusammen, machen Geldwäsche und so weiter. Das steht da natürlich alles nicht. Warum nicht? Ja, also auf die Webseiten gucken und tatsächlich in die Satzungen rein, ja, in die Geschäftsberichte rein. Und da kann man das recht gut erfassen, finde ich. Hast du noch was zu ergänzen, Magdalena? Nee, ich glaube auch wirklich, dass das Thema Transparenz da mit der Nachhaltigkeit ganz eng verknüpft ist. Wie Dani sagt, wenn man sehen kann, wo jeder Euro investiert ist, dann kann man sich auch relativ sicher sein, dass es nachhaltig ist und nicht nur grünes Marketing. Ja. Genau, Banken sind da eben so der erste Schritt, den man machen kann. Wenn man jetzt wirklich sein Geld anlegen möchte, dann muss man über nachhaltige Geldanlagen nachdenken. Welche Möglichkeiten hat man denn da so grundsätzlich? Was würdet ihr da vielleicht auch Anfängern empfehlen, Magdalena? Meine Antwort ist da so ein bisschen zweigeteilt, weil man kann, wenn man sich sozusagen bemüht, nachhaltig zu leben, auch zu einer nachhaltigen Bank gehen oder dann nachhaltige Fonds kaufen, die gibt es in ganz verschiedenen Schattierungen. Ich würde auf jeden Fall auch erstmal sagen, und das auch wirklich als Finanzwende-Überzeugung, man muss auch auf die Gebühren schauen, weil wenn am Ende Produkte so gestrickt sind, dass die Gebühren die Rendite auffressen, dann ist sozusagen für mich auch nicht sinnvoll. Gleichzeitig will ich natürlich auch nicht ein Produkt haben, wo grün draufsteht und am Ende alles Mögliche drin ist von Ölkonzernen über Rüstung etc. Also ich denke, wenn man wirklich Geld anlegen will, sind nachhaltige Fonds, glaube ich, erstmal das, wo man zuerst draufkommt und da muss man sich viel auseinandersetzen mit den Labels und den Anbietern etc., weil das ist wirklich ein großes Wirrwarr, aber ich möchte da auch gleich sagen, wenn man mit einer Motivation daran geht, dass man mit seinem Geld die Welt verbessern möchte, dann muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil nur weil ich jetzt in den einen Fonds ein paar Euros stecke statt in den anderen, reißt es jetzt noch nicht das Ruder rum in der Klimakrise. Und das ist wie man sich auch bei anderen klimabezogenen Sachen überlegen muss, wie wirksam ist es eigentlich, also der vermiedene Kaffeebecher im Vergleich zum Langstreckenflug. Da gibt es einfach Unterschiede und das ist auch bei nachhaltigen Geldanlagen so und die Werbung ist auch diesbezüglich nicht besonders präzise. Da wird oft viel versprochen, hier werden Sie Sinvestor, verändern Sie die Welt mit Ihrer Geldanlage und da muss man auch wirklich vorsichtig sein, weil manchmal ist der erste Schritt vielleicht auch nur zu wissen, dass das nicht
in die falschen Sachen fließt, aber ob es sozusagen auf der guten Seite schon richtig Wirkung hat, da muss man vorsichtiger sein. Das ist auf jeden Fall sehr wichtige Punkte, die du gerade genannt hast. Dani, wie würdest du denn an das Thema rangehen? Also was ist da deine Empfehlung? Magdalena hat gerade gesagt, so Fonds würde sie mal sich anschauen. Was würdest du machen? Also für mich ist das A und O bei der Geldanlage und auch bei der nachhaltigen tatsächlich die Wirtschaft zu verstehen. Also zu verstehen, was da passiert und auch zu verstehen, wie dass unsere Wirtschaft vom Prinzip her überhaupt nicht nachhaltig arbeitet, weil sonst würden wir uns diesem ganzen Thema ja nicht stellen. Wir sind jetzt in diesem Transformationsprozess. Endlich kann ich da bloß sagen, ich bin 52, bin glaube ich hier die Älteste im Raum und wir reden da ja schon seit 30, 40 Jahren und das passierte einfach so wenig und endlich passiert mal was. Ich bin darüber sehr froh, wenn ich das Gefühl habe, es ist ein bisschen... Na gut, es ist nicht zu spät, hoffe ich. Aber der Punkt ist, wirklich Wirtschaft zu verstehen. Wie wirtschaften wir und welcher Teil sind wir auch drin? Und wenn wir verstanden haben, wie Wirtschaft funktioniert, wie Unternehmen an die Börse gehen, was Immobilien sind, was das Gemeinwohl ist, dann können wir hingehen und sagen, okay, wie will ich denn eigentlich mein Geld anlegen, für was? Wir brauchen ein Ziel, das ist wichtig. Vermögensaufbau kann ja ein Ziel sein, nehme ich jetzt einfach mal für die Rente, so ein Ziel zu haben. Ich will eine gute Rente haben, was ein ganz wichtiger Punkt ist, auch für euch jetzt schon als Studierende. Ich möchte mein Geld anlegen langfristig. Also insgesamt verstehen, was ist Wirtschaft, was ist Geldanlage, wo möchte ich hin mit meinem Ziel? Welche Möglichkeiten habe ich, welche Risiken? Also erstmal das ganze Portfolio abbilden, was bedeutet eigentlich Geldanlage, wenn ich es selber machen möchte und ich würde euch dringend raten, es selber zu machen, es nicht abzugeben in andere Hände, macht es selber, ihr könnt das. Und dann, im Grunde der letzte Schritt, ich muss es leider so sagen, der letzte Schritt ist zu sagen, okay, habe ich kapiert, jetzt gucke ich mir die nachhaltigen Sachen an. Jetzt beschäftige ich mich damit, was ist wirklich ESG, wie wird das angewendet, diese Aussortierungsprozesse, die Ausfilterungsprozesse von allen Unternehmen auf wenige oder weniger, die sich wirklich bestimmten sozialen, nachhaltigen, ethischen, Umweltschutz, soziales Kriterien auch wirklich unterwerfen und das schon umsetzen. Und dann suche ich mir nach bestimmten Kriterien dort die Fonds raus. Es ist leider ein Weg dahin. Dennoch finde ich, es ist lohnender. Aber ihr lernt dabei sehr viel auf dem Weg dahin und es ist ein Weg. Es geht nicht von Schnaps, ich investiere jetzt einfach in nachhaltig. So geht es leider nicht. Genau, du hast auch gerade schon angesprochen, es gibt gewisse Kriterien, an denen man sich dann am Ende so orientieren kann. ESG ist da ein Thema. Wer von euch hat schon mal davon gehört, gerne mal aufzeigen, ESG, ESG? Doch ein paar. Genau, also für die, die es noch nie gehört haben, ESG steht für Environment, also Umwelt, Social, Soziales und Governance, also verantwortungsvolle Unternehmensführung. Das Problem ist, dass jeder Anbieter das anders auslegt. Das heißt, man kann das sehr schwer vergleichen und es ist auch irgendwie dann eine gewisse Intransparenz. Wie ist denn eure Meinung zu diesen Kriterien? Also ihr habt es beide gerade schon mal angerissen. Wie wichtig, also brauchen wir die überhaupt, wenn man doch eh nicht vergleichen kann, Magdalena? Naja, irgendwo muss man anfangen, aber man darf da halt nicht aufhören, weil ein grünes Label klebt auf ganz, ganz vielen Sachen drauf und wir haben von Finanzwende Recherche aus letztes Jahr mal eine Analyse gemacht und uns über 100 Aktienfonds angeguckt, die alle irgendwo an der Stelle grün stehen haben oder nachhaltig und haben dann geguckt, wie die in der Summe investieren im Vergleich zu konventionellen Fonds. Und in der Summe, ja, also wir haben sozusagen die aggregierten Holdings von diesen Fonds neben einen globalen Aktienindex gelegt. Und das Ergebnis war, die sind gar nicht so anders. Das heißt, sozusagen diese ESG-Kriterien selektieren oft sehr wenig streng, sodass dann halt von allen Ölfirmen immer noch die ökologischste drin ist zum Beispiel. Und da wird es dann halt kritisch, wenn ich sage, das widerspricht aber meiner Vorstellung von Nachhaltigkeit. Und ich sage auch, wir haben das uns in der Summe angeschaut, weil da drin sind sicher ganz, ganz strenge Fonds, wo man wirklich nichts findet, was irgendwie problematisch ist. Aber es sind eben auch die drinne, wo die ersten 20 Positionen von dem nachhaltigen Fonds identisch sind zu dem konventionellen Fonds desselben Anbieters, dessen Name auch sehr ähnlich klingt. Und also auf dieser Bandbreite bewegen wir uns und deswegen ist es einfach wichtig, wenn man anfängt zu sagen, ich suche mir so ein grünes Anlageprodukt, dass man da nicht
aufhört, wenn man sieht, dass ESG draufsteht, sondern dass man dann erst anfängt, da genau hinzuschauen, die zu recherchieren, nicht nur die ersten 10 Positionen anzuschauen, sondern wirklich mal tiefer reinzugucken. Es gibt da auch die entsprechenden Websites, eine Datenbank, die heißt Faire Fonds, da kann man die einfach eingeben und kriegt dann nach Kategorien Menschenrechte, Kinder, ökologische Sachen, die kontroversen Investments ausgespuckt und kann dann relativ gut unterscheiden, bei welchen Anbietern ist es eigentlich strenger und bei welchen ist es echt lax. Hast du auch noch einen Tipp, wie man mit diesen Kriterien umgehen sollte, Dani? Nee, ich würde es nicht viel, ich würde es noch ergänzen wollen, dass, weil du hattest ja am Anfang gesagt, ist das der Weg, also mit dem ESG? Ich finde auch, irgendwo müssen wir ja anfangen, die Wirtschaft zu transformieren. Deswegen finde ich es schon richtig und wichtig. Was man wissen muss, und Magdalena hat das ja schon angedeutet, es ist ein Managementansatz. Also es wird nicht von der Wirkungsweise her rangegangen. Also es wird nicht gesagt, welche Folgen hat das Wirtschaften eines bestimmten Unternehmens, sondern es wird geguckt, achten Sie den Umweltschutz, bezahlen Sie Ihre Mitarbeitenden ordentlich, haben Sie keine Kinderarbeit etc. pp. Ne? Halten Sie die Steuerrechte ein in dem Land. Aber die Wirkung wird nicht kontrolliert oder ist da nicht mit drin. Und das ist ja eigentlich das, was wir bräuchten, dass das Wirtschaften, wir es so organisieren, dass die Wirkung, also die Folgen auch für die nachfolgenden Generationen eben nicht zum Desaster wird. Und deswegen ist das so, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin auch ein Fan davon, aber es kann eben nur tatsächlich der Anfang sein. Ja, vielleicht noch einfach zu ergänzen, ESG ist kein öffentliches Label. Es wird nicht kontrolliert, jeder klebt es irgendwo drauf. Also das ist kein Ersatz dafür, dass wir eigentlich mal öffentlich definieren würden, was nachhaltig ist, und dazu kommen wir bestimmt später. Ja, also ESG ist ja auch irgendwie nur eine Möglichkeit, wie man da rangehen kann. Mhm. Es gibt einige andere Anlagestrategien, zum Beispiel Ausschlusskriterien, dass man irgendwie sich anschaut, ich möchte nicht in Unternehmen investieren, die krass dafür bekannt sind, dass sie die Menschenrechte verletzen und nicht darauf achten, die noch in Kohleindustrie investieren. Es gibt Impact Investing, das heißt, man investiert quasi da rein, dass irgendwie positive Output gibt von dem, wo man sein Geld reinsteckt. Es gibt normbasiertes Screening, das heißt, es gibt also das nach bestimmten, zum Beispiel dem UN Global Compact angelegt wird, dass der angesetzt wird. Das sind aber viele Ansätze, die ja für die Privatleute sind, für Anlegerinnen, worauf man dann eben selber achten kann. Aber kann diese individuelle Verhaltensänderung wirklich überhaupt was bewirken? Du hast es gerade auch schon mal angesprochen, Magdalena. Ist das nicht einfach wieder nur eine Konsumkritik, wie wir das immer so oft haben? Wir werden die Welten eben nicht retten, nur weil wir alle auf eine Bambuszahnbürste umsteigen. Das ist ein ziemlich guter Vergleich. Ich finde die Frage super wichtig, weil wir uns nicht einbilden dürfen, dass nur wenn wir hier jetzt alle in diesem Raum unsere Geldanlage sehr, sehr nachhaltig ausrichten, dass sich dann die Welt verändert. Weil es gibt auch wesentlich größere Investoren, die für ganze Versicherungskonzerne oder für große Vermögensverwalter wie BlackRock das Geld managen. Und was die für Entscheidungen treffen, hat halt eine viel größere Wirkung, als wenn ich meine paar Euros von da nach da schiebe. Und da muss man einfach ehrlich sein. Und man muss auch bedenken, dass sozusagen die systemischen Fragen, wie gehen eigentlich Banken mit Klimarisiken um? Dürfen die denn jetzt noch in Unternehmen investieren und die finanzieren, die gerade die in den Fossilen noch expandieren? Also wir müssen auch über diese systemischen Fragen nachdenken, und gerade bei der Wirkung ist es mit dem nachhaltigen Investieren, die Wirkungsmessung ist wirklich in den Kinderschuhen, und ich glaube sozusagen, die Wirkung des politischen Wegs darf überhaupt nicht unterschätzt werden, weil wenn wir es schaffen, das Finanzsystem generell neu zu regulieren und es zu einem konstruktiven Akteur in der Gesellschaft zu machen, dann hat es eine richtig, richtig große Wirkung. Und meine individuelle Entscheidung ist auch dafür da, dass ich gut schlafen kann, aber damit reißen wir das Ruder jetzt nicht über Nacht rum. Das tun wir nicht. Aber ich möchte pro dafür argumentieren,
Das Systemische ist wichtig und das ist da, wo der große Hebel steckt. Deswegen bin ich ja auch so stolz auf Finanzwende, wie sich das entwickelt hat, weil wir damit wirklich einen Impact auslösen können und das in Teilen ja auch schon machen. Ich möchte trotzdem pro dafür reden. Also wir haben jetzt hauptsächlich ja über Fonds gesprochen, die Aktien-ETFs, mit denen habt ihr euch ja bestimmt auch schon beschäftigt oder überhaupt allgemein Fonds. Es hat schon eine Wirkung, wenn immer mehr Menschen tatsächlich ESG oder SRI, nachhaltig gelabelte Fonds, tatsächlich nachfragen und dort das Geld investieren. Weil wie investiert denn der Fonds? Der Fonds kauft ja die Aktien von den Unternehmen. Wenn die Unternehmen, die unter diese Kategorisierungen fallen, die wenigstens im Ansatz nachgewiesen haben, dass sie sozial agieren, auf die Umwelt achten und sich auch an Steuerrecht und überhaupt das Gesetz halten. Wenn diese Unternehmen gekauft werden, die börsennotiert ja sind, dann stützt das den Aktienkurs der Unternehmen. Wenn die Unternehmen einen hohen Aktienkurs haben, dann bekommen sie auch günstiger Geld oder zu besseren Konditionen Geld zum Investieren. Und ich möchte dann doch eher das Geld dort sehen, bei diesen Unternehmen, als vielleicht bei den anderen. Und deswegen hat das schon einen gewissen Impact. Und diese Unternehmen sparen auch bestimmte CO2-Kennziffern ein, sodass, ich habe letztens gerade eine Statistik gelesen, die ich leider jetzt nicht komplett wiedergeben kann, aber wo tatsächlich Fonds, also die Unternehmen, die in ESG-Fonds, Aktien-ETF-Fonds drinstecken, tatsächlich auch große Summen an CO2 einsparen. Deswegen, ja, das Systemische ist der eigentliche Hebel, aber wenn wir verstärkt in ESG-Fonds investieren, dann hat die Vermögensverwalter oder die Anbieterseite, BlackRock und Co., Deutsche Bank, Amundi und so weiter, auch einen Anreiz, hauptsächlich solche Fonds aufzulegen. Und dann verlieren nämlich die Kurse der Unternehmen, die nicht so mehr nachgefragt werden, an Nachfrage. Damit verliert der Kurs und was wirtschaften wird dann etwas schwerer. Also das ist zumindest meine Hoffnung. Und es ist natürlich ein kleiner Punkt, aber es ist auch ein Punkt. Eine systemische Veränderung, die das ja auch so ein bisschen vorantreiben soll, ist die EU-Taxonomie. Davon verspricht man sich sehr viel. Sie soll jetzt ab dem kommenden Jahr voll gelten. Magdalena, du hast dich sehr viel mit dem politischen Prozess dahinter beschäftigt. Magst du einmal erklären, was die Idee von dieser Taxonomie ist, was das überhaupt bedeutet, dieses Wort, und wie sie funktionieren soll? Oh, das sind gleich drei Fragen, aber genau. Ich versuche es mal. Die Taxonomie ist gewissermaßen eine europäische Verordnung, also ein europäisches Gesetz mit einer Definition davon, welche Wirtschaftsaktivitäten in Europa als nachhaltig gelten sollen. Und als nachhaltig gelten heißt, beitragen zu einem von 6 Umweltzielen. Und die sind den Klimawandel bekämpfen, Adaption, dann so Sachen wie Biodiversität, Kreislaufwirtschaft etc. Also Umweltziele. Und die listet dann sozusagen auf für die Sektoren, wo die meisten Emissionen entstehen, welches ist eine Wirtschaftsaktivität, die nachhaltig ist und wie gut muss sie sein, dass sie das Label bekommt. Also zum Beispiel ist da drin Mobilität, Fahrzeuge nur ab einer Emissionsschwelle von, ich weiß nicht, was in der Taxonomie steht, X, sehr niedrig, dürfen sich nachhaltig nennen und alle Investitionen, die da reinfließen, sind folglich auch nachhaltig. Und das ist sozusagen das Grundgerüst, eigentlich eine Liste. Nennen wir es einfach Liste. Es gibt einen Taxonomie-Kompass für die es wirklich richtig doll interessiert. Da kann man mal nachschauen, wie das bei den einzelnen Branchen aussieht. Ich habe reingeschaut, ich habe nicht besonders viel daraus ziehen können, aber vielleicht geht es euch da anders. Aber da stehen dann auch solche Kennzahlen drin, genau. Genau, und die Liste, wozu ist sie jetzt gut? Die Liste soll eigentlich Transparenz schaffen bei nachhaltigen Geldanlagen, weil es da so furchtbar viel Greenwashing gibt. Und wie macht die Liste das? Naja, in der Taxonomie stehen eben nicht nur die Aktivitäten drin, sondern auch jeder Fonds, der sich grün nennt, muss sagen, wie viele Aktivitäten, die mit der Taxonomie übereinstimmen, er finanziert. Also haben wir sozusagen für die Fonds eine einheitliche Benchmark, wie viel Nachhaltiges ist da drin. Und gleichzeitig müssen auch Unternehmen, die relativ groß sind, sagen, also Unternehmen, die Nachhaltigkeitsberichte erstellen müssen, noch eine zusätzliche Zahl produzieren, nämlich von unseren Wirtschaftsaktivitäten bei Unternehmen X sind
ist der und der Anteil korrespondiert mit der Taxonomie. Also eine Quote. Eine Quote, ja. Genau. Das Problem bei der Sache ist einerseits, dass dieser Prozess extrem politisiert wurde, dass es nicht mehr darum ging, was ist eigentlich nachhaltig und wie können wir das wissenschaftlich festlegen, sondern die Mitgliedstaaten haben dann irgendwann gedacht, naja, aber wir brauchen ja im Übergang noch Gas in Deutschland und in Frankreich ist aber Atomkraft so wichtig und überhaupt wegen der Versorgungssicherheit und so wollen wir, dass jetzt das auch als nachhaltig gelabelt wird. Und so ist es am Ende auch gekommen und deswegen haben wir jetzt eine Taxonomie, die auch unter bestimmten Bedingungen Atomkraft und Gas als nachhaltig labelt, was wirklich verrückt ist, weil es eigentlich um einen einheitlichen Standard gehen sollte für Finanzmärkte und das wirklich ein Glaubwürdigkeitsproblem produziert hat. Aber es gibt noch einen zweiten Haken und dann würde ich es, glaube ich, mit der Taxonomie-Theorie erstmal lassen. Die Taxonomie sagt, was ist heute schon grün und was ist es nicht? Also es gibt keine Unterscheidung zwischen neutral, ich sage da immer die Anwaltskanzlei, die halt ein bisschen heizt und viel Papier verbraucht, die jetzt aber nicht vergleichbar ist mit BASF oder so. Das unterscheidet sie nicht und sie kann bisher nicht unterscheiden, was sozusagen also eine Transformationskategorie Unternehmen, die heute noch emissionsintensiv sind, aber die richtigen Investitionen machen, um da wegzukommen. Und deshalb ist es auch nachher im Ergebnis bei den Fonds an ganz vielen Stellen so, dass die eine Taxonomiequote, also eine Quote grüner Investitionen von unter 5% haben. Weil die Wirtschaft ist noch nicht so weit, aber es bewegt sich viel, was die Taxonomie aber nicht darstellen kann. Und da gibt es ganz viele Vorschläge, wie die weiter erweitert werden muss, auch also um die Transformationskategorie, um eine soziale Kategorie. Aber dieser politische Prozess ist sehr, sehr schwierig und ich habe das Gefühl, in Europa kümmert man sich jetzt gerade eher um Energiefragen als um einen Standard für Finanzmärkte. Ja, also da hast du auf jeden Fall schon mal genau das Problem ja auch angesprochen. Gerade eine zweistellige Taxonomiequote wird es erstmal nicht geben, eher einstellig, weil viele Unternehmen noch nicht so weit sind, vielleicht auch irgendwie nur ein Produktionsverfahren umgestellt haben auf klimafreundliche Alternativen. Dani, was hältst du denn von dieser Taxonomie? Denkst du, dass sie grundsätzlich jetzt erstmal das Erkennen von nachhaltigen Geldanlagen einfacher machen wird? Und es ist ja tatsächlich das Gute, was Magdalena auch schon angesprochen hat, man kann sie noch weiterentwickeln. Also es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, das Ding. Genau, es ist ein Anfang, es ist ein Monster, ich glaube, es ist ein total bürokratisches Monster, aber das muss uns ja jetzt erstmal nicht beschäftigen. Das müssen die Anlagegesellschaften umsetzen und wir können es tatsächlich sehen. Also noch ist es ja nicht in Kraft getreten. Ich schätze aber mal, dass wir nächstes Jahr in Fonds, wenn wir sie kaufen, in Aktien, ETFs zum Beispiel, wird irgendeine Kennzahl ausgewiesen werden. So und so viel Prozent der Unternehmen im Fonds entsprechen der EU-Taxonomie oder sind eben dabei, einen bestimmten Score zu bekommen. Und die Unternehmen, die in den Fonds auch drin sind, haben dadurch, hoffe ich zumindest auch, und das ist ja die generelle Hoffnung, auch auf Druck der Anlagegesellschaften hin den Anreiz, vielleicht auch da reinzukommen. Sodass die Fondsseite kann natürlich Druck machen, wir nehmen vor allen Dingen Unternehmen rein, und dann steigt der Quotient und die Unternehmen können nach außen hin auch damit werben, wir entsprechen der EU-Taxonomie, wir machen wirklich etwas für den Klimaschutz. Denn die Taxonomie umfasst ja nur den Klimaschutz. Da geht es nicht um faire Bezahlung, da geht es nicht um Diversity, da geht es nicht um gute Governance, es geht nur um Umweltschutz. Umwelt und Klima. Umwelt und Klima, genau, Umwelt und Klima. Doch ich verspreche mir da schon eine weitere Kennzahl, wo wir dann entscheiden können, okay, wenn ich einen ähnlichen Aktienfonds habe und dort ist die Taxonomie 20% und da ist sie nur 5%, dann investiere ich mein Geld lieber dort hinein und die Vermögensverwalter bekommen ja da auch Geld, Gebühren und je größer der Fonds ist, desto mehr Gebühren bekommen sie. Also die Fondsgesellschaften haben auch einen Anreiz, die Unternehmen quasi in die Fonds zu nehmen, die sich entwickeln und der Taxonomie entsprechen. Das ist ja die Hoffnung bei der ganzen Sache. Du hast gerade schon wieder gesagt, so, dass wir das nachfragen, dass wir das auswählen quasi. Mhm. Da sind wir ja wieder so ein bisschen bei diesem Thema, was wir tun können. Ja. Viele Menschen, die investieren, die vielleicht auch
viel, viel Geld, mehr haben als wir alle hier, die stecken ihr Geld aber in Anlagen, mit denen sie einfach Gewinn machen können. Also da ist Gewinn so die oberste Priorität, ist der Anreiz. Ja. Und das sind eben oft nicht die nachhaltigen Anlagen, sondern da gibt es dann was anderes, was nicht besonders klimafreundlich ist und mehr Gewinn abwirft. Und ja, ist das auch wieder eine Systemfrage? Also müssen wir irgendwie darauf hoffen, dass die Menschen umdenken? Oder wie kriegen wir das hin, dass Nachhaltigkeit zur Priorität wird, auch bei denen, die sich jetzt vielleicht noch nicht so Gedanken machen und jetzt gerade noch auf den Gewinn gucken? Magdalena. Ich sehe es ich sehe da zwei Aspekte. Einmal, dass Nachhaltigkeit ja nicht nur was ethisch Motiviertes ist, sondern die Klimakrise ja auch für manche Wirtschaftsbereiche immer mehr zum Risiko wird. Mhm. Wenn ich jetzt privat in eine Firma investiere, die baut Häuser im Hochwassergebiet, dann kann ich mir da eine super Rendite versprechen. Wenn die Häuser alle weg sind, dann war es nichts. Und das sind so Sachen, wo ich denke, nicht drauf zu achten, wird immer problematischer. Und deswegen glaube ich schon, dass sozusagen die Nachhaltigkeitsthematik überall Einzug findet, auch wenn manche sie sozusagen erstmal eher mit dem Risikogedanken verknüpfen. Das wirkt womöglich trotzdem. Und andererseits ist es aber ja wirtschaftlich so, dass es immer noch ganz, ganz viele Dinge gibt, die sich total rentieren, aber die wahnsinnig scheiße fürs Klima sind. Und da müssen wir ja gesellschaftlich wegkommen, weil sonst sind wir immer auf der Schiene, dass wir alle motivieren müssen, ethisches Richtige zu tun, obwohl es sich nicht rechnet. Und da fand ich es ganz bezeichnend, das habe ich jetzt irgendwann letztes Jahr gelesen. Es gibt so eine Gruppe international von großen Vermögensverwaltern, die sich zusammengeschlossen haben, um sich irgendwelche Klimaziele zu geben. Und die Vermögensverwalter, die machen das mit ihrem Impact auch so, dass sie sozusagen, wenn sie einen großen Teil in ein Unternehmen investiert haben, dann gehen die zu dem Unternehmen hin und sagen, hey, guck mal, ihr müsst nachhaltiger werden, sonst ziehen wir vielleicht irgendwann unser Geld raus. Das ist der sogenannte Engagement-Ansatz. Mhm. Und diese Gruppe von großen Vermögensverwaltern haben jetzt für sich erkannt, dass diese Form von Engagement gar nicht so viel bringt, wenn es für die Unternehmen wirtschaftlicher ist, was Klimaschädliches zu tun. Also ist eigentlich ein ganz banaler Gedanke, er ist aber auch da jetzt angekommen und daraufhin hat diese Gruppe ihren Fokus verlagert, dass sie sich auch für einen Politikwandel einsetzt, dass sich nachhaltiges Verhalten auch lohnen muss. Und das finde ich sehr lustig, weil das ist ja das, was die Umwelt- und Klimabewegung irgendwie, seit wir wissen, dass es den Treibhauseffekt gibt, eigentlich bewirken will mit allen Maßnahmen. Mhm. Aber diese Erkenntnis ist jetzt auch mal wieder bei den ganz Großen angekommen und ich glaube, das ist einfach ein Widerspruch, der lässt sich nicht ganz aufheben, weil auch wenn nachhaltig motivierte Anleger sagen, wir stoßen jetzt ein Unternehmen ab, weil die machen eine Riesenschweinerei. Dann sinkt deren Aktienkurs und es gibt andere internationale Investoren, die sagen, das ist ja uns egal, wir machen damit jetzt die nächsten 10 Jahre noch Profite. Und die können die dann kaufen und dann wandert diese Unternehmensanteile oder was auch immer es ist, einfach nur in eine andere Hand, aber die Aktivität ändert sich vielleicht nicht. Und das ist einfach das Problem, was wir haben, wenn wir immer versuchen, in einem System, was eine Schieflage hat, mit guter Motivation an einer Stelle was zu verändern, dann droht es immer auf der anderen Seite wieder konterkariert zu werden. Dani, was ist deine Sicht auf diese Problematik? Also wir werden Vermögende nicht davon abhalten können, tatsächlich in Großunternehmen zu investieren, wo sie den meisten Profit draus kriegen. Da haben wir tatsächlich, glaube ich, keinen Hebel, außer große Vermögen abzuschöpfen über der Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuern. Ich sehe den Hebel tatsächlich auch auf der politischen Ebene, dass wir eben Parteien wählen müssen, die Unternehmen quasi, also das Regelwerk für die Unternehmen verändern. Darum geht es ja, dass die Regelwerke verändert werden. Also das ganz einfach, man kann ja den Zucker verbieten, man könnte Zucker verbieten und dann würden die Unternehmen sich anpassen. Man kann ja bestimmte Dinge verbieten oder sagen, ihr müsst es so und so machen und dann würde sich die Wirtschaft anpassen, weil die Wirtschaft sind ja wir. Und das ist nämlich der andere Punkt. Wenn wir alle tatsächlich keine Konsumenten von bestimmten Produkten sind, Apple-Produkte zum Beispiel, ne? Die haben ja auch nicht die beste Umweltbilanz oder ganz viele andere. Herr, wie heißt er? Nicht Mark Zuckerberg, der andere große.
Elon Musk. Elon. Ich meine, Elon. Also Elon wird ja teilweise auch verehrt wie so ein Gott. Zumindest kommt das bei mir manchmal so an. Also so ein Supervisionär. Also Elon Musk ist der Kapitalismus pur. Von der Haarspitze bis zum Zeh. Rücksichtsloser Kapitalismus hoch 10 im Turbo. Es gibt eine sehr interessante Dokumentation über SpaceX, wo eben verschiedene Raketen getestet werden, aber so wo die Entwicklung dargestellt wird, dass sie tatsächlich jetzt ins Weltraum, also in den Anfang des Weltraums fliegen können. Und da wird auch Elon Musk, wie er sich verhält, sehr interessant und auch mal ungefiltert eingefangen. Und da kann man wirklich so ein bisschen ahnen, was das für ein Typ ist. Und wenn wir solche Menschen, die rücksichtslos Fabriken bauen, auch in Deutschland, unter dem Männlichen der Arbeitsplätze, wenn wir solche Menschen anhimmeln, da finde ich so einen Punkt, da können wir über Nachhaltigkeit 10-mal hoch und runter reden, da merke ich einfach, da hat sich noch nicht so viel in den Köpfen bewegt. Das muss sich bei uns allen was in den Köpfen bewegen. Das ist für mich auch einer der Hauptansätze und dass wir den Konsum anders machen. Ich komme jetzt noch zu einer letzten Frage und dann, ihr dürft gerne klatschen. Einmal Applaus für Elon Musk. Dann kommen wir zu einer offenen Fragerunde. Das habe ich am Anfang gar nicht gesagt, dass wir auf jeden Fall jetzt gleich noch ein paar Fragen beantworten werden, wenn ihr welche habt. Jetzt nur kurz noch meine Abschlussrunde. Nachfrage und Interesse für nachhaltige Geldanlagen steigt. Das habe ich gerade schon mal gesagt. In diesem Bericht vom Forum für nachhaltige Geldanlagen stand auch noch mal drin, dass Privatleute die Wachstumstreiber bei nachhaltigen Geldanlagen sind und sich der Markt, das hast du auch gerade noch mal schön gesagt, Dani, dass sich der Markt auch daran orientiert, so ein bisschen an dem, was wird nachgefragt was am wird Ende. Nachgefragt, ja. Was bedeuten diese ganzen Entwicklungen für die Finanzwelt der Zukunft? Wird Nachhaltigkeit, du hast es auch gerade gesagt, so mit Blick auf die Klimakrise, sollte man darüber nachdenken, ob es nicht klug wäre, nicht mehr in Flutgebieten Häuser zu bauen oder ein Unternehmen zu sein, das daran investiert? Wird es die Normalität? Definitiv, sonst gehen wir unter. Ich meine, wir werden vielleicht sowieso untergehen, aber ja, auf jeden Fall, es geht nicht ohne. Also ich sehe das relativ pragmatisch, es geht nicht ohne. Und je mehr wir auf der politischen Ebene mit der Geldanlage, aber auch vor allen Dingen Konsum, also anders, mit der politischen Beeinflussung, mit dem Konsum und dann mit der Geldanlage, für uns die Geldanlage ist nicht ganz der entscheidende Punkt, Politik und Konsum und dann die Geldanlage. Wenn wir das wirklich leben, immer stärker leben, auch vielleicht mit Verzicht, ganz klar mit Verzicht, mit Prioritäten, mit Bewusstsein, dann kriegen wir, also ich bin Optimistin, dann kriegen wir hoffentlich die Transformation hin, wie auch immer. Aber natürlich ist es ganz wichtig, dass wir jetzt endlich über diese Dinge sprechen. Gerade ihr jungen Leute, dass ihr wirklich anfangt danach zu fragen, in den Banken danach zu fragen. Und auch ein Punkt, ihr seid diejenigen, die in diese Unternehmen im Zweifel gehen. Ihr werdet vielleicht die nächsten Vorständinnen in irgendwelchen Banken, in Unternehmen, auf den Direktorinnen-Ebenen. Dort könnt ihr ganz viel verändern, weil dort habt ihr das Sagen dann, dort habt ihr die Macht, dort habt ihr den Einfluss. Und da würde ich euch auch unbedingt ermuntern, strebt in die gestaltenden Hierarchien in Unternehmen, dort könnt ihr was verändern. Ganz, ganz wichtig, von der Wirtschaft heraus, von innen her. Ja, deswegen so Graswurzel, ne? Von innen her müssen wir das verändern helfen und ja, da setze ich auch auf euch. Magdalena, was ist dein Schlusswort und dann gehen wir in die Fragerunde. Ich würde gerne ergänzen, ich teile das total, ich würde ergänzen, wir müssen nicht nur bei der Geldanlage, sondern für den gesamten Finanzsektor dahin kommen, dass er nicht mehr in eine Welt investiert, die nicht Paris-kompatibel ist. Weil aktuell ist es der Fall. Und das Problem daran ist, jede Investitionsentscheidung heute ist ja ein neues Kraftwerk morgen. Und das ist einfach völlig unvorstellbar, dass wir sozusagen diese Entscheidungen noch nicht so treffen, dass sie eine zukunftsfähige Welt entstehen lassen. Und das ist das eine. Dass sozusagen der Finanzsektor mit dem, was er macht, insgesamt, und das ist auch wieder ein regulatorische Herausforderung. Es darf keine deutsche Bank mehr eine E-Corp-Pipeline finanzieren. Geht nicht. Können wir uns nicht leisten. Das Zweite ist, die Realwirtschaft ist mindestens genauso wichtig wie der Finanzsektor, weil diese Unternehmen
Wir können nicht die Welt jetzt aus grünen Startups neu bauen, sondern auch die RWEs und BASFs dieser Welt müssen anders werden. Und dafür braucht es Geld. Und das muss finanziert werden, diese Veränderung. Und das ist aber auch wieder wichtig, dass die Veränderung dann auch wirklich stattfindet und der Finanzsektor aber auch wieder zu einem dienenden Finanzsektor wird. Weil wir können uns nicht weiterhin leisten, diesen, den Dani vorher beschrieben hat, der überall extraktiv, die wollen über 10%, 15% Rendite verdienen mit Pflegeheimen. Das geht nicht. Wir müssen zurückkommen zu einem Finanzsektor, der dient, der Dienstleistungen zur Verfügung stellt, damit die Realwirtschaft das tun kann, was die Gesellschaft braucht. Und nicht ein Finanzsektor, der sich Investments sucht, aus denen er möglichst viel raussaugen kann, damit das Unternehmen dann nachher unter einer Schuldenlast zusammenbricht. Weil das ist auch was, was wir gerade haben. Also, und dazu reicht es auch nicht, grüne Regeln in den Finanzmarkt einzuziehen. Also Taxonomie, Transparenz. Nein, wir müssen auch diesen Finanzmarkt grundlegend regulieren, dass solch ausbeuterische und krisenhafte Tendenzen einfach nicht mehr funktionieren. Und wir haben bei Finanzwende einen lustigen Bericht geschrieben, der heißt, den Finanzsektor schrumpfen. Weil wir glauben, ganz viele Aktivitäten sind gar nicht zweckdienlich. Die müssen wir wegschrumpfen und dann brauchen wir noch die, die die richtigen Sachen finanzieren, aber nicht alle 10 Jahre eine Finanzkrise auslösen, weil das ist auch nicht gut für Jobs und Unternehmen, wenn der Finanzmarkt immer crasht. Danke euch. Genau. So, jetzt hoffe ich, dass hier noch ein paar sitzen, die vielleicht eine Frage haben, vielleicht gerade gekommen, ja, da gehen schon Hände in die Luft. Bitte Hand oben lassen, bis wir mit dem Mikro bei euch sind. Ich weiß gerade nicht, da läuft das Mikro, glaube ich, gleich los. Gerne, ich habe hier vorne direkt, da hinten ist das Mikro. Mit der Brille, du hattest dich sofort gemeldet. Deswegen, so. Ihr habt viel von Fonds gesprochen, aber gibt es auch ETFs, die ihr empfehlen würdet? Oder wenn ich, wo bewirke ich denn mehr Gutes mit meinem Geld, wenn da jemand hinter sitzt, der darauf achtet? Oder wenn ich mir einmal was Gutes rausgesucht habe und das dann liegen lasse? Na, du, das Letzte, was du angesprochen hast, sind aktiv gemanagte Fonds, ne? Und ETFs sind ja eher die passiven, also die Indizes nachbilden mit den Aktien. Kann man so pauschal nicht sagen. Also einen Aktien-ETF nachhaltig, das ist nur eine relative Nachhaltigkeit, weil wir haben ja gesehen, die Managementkriterien, die ESG, kann man erfüllen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man wirklich nachhaltig im Sinne der Folgen unterwirtschaftet. Deshalb aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel tatsächlich, ich sag mal, grüner, ganz plakativ, tatsächlich grüner, weil sie in Unternehmen meistens nur investieren, die wirklich ein viel engeres Auswahlverfahren durchgenommen haben. Die sind aber auch deutlich teurer. Also da hast du teilweise Kosten von 2 bis 2,5% und die musst du erstmal mit dem Fonds erwirtschaftet haben, sonst kommt bei dir gar keine Rendite an. Also du brauchst mindestens 2,5 plus 3 plus Rendite und wir haben etwa so im Schnitt 5 bis 6 Prozent Rendite im Jahr an den Aktienmärkten, dann hast du nur noch 3% bei dir. Also es ist so eine Abwägungssache. Aktiv gemanagter sind eher grün, aber deutlich teurer und die Aktien-ETFs sind nicht ganz so grün und deutlich günstiger mit 0,2 bis 0,5% Kosten im Jahr. Ich hoffe, die Antwort hat dir weitergeholfen. Ich würde einmal auf die andere Seite vom Gang gehen. Du hattest dich auch sehr, sehr schnell gemeldet im weißen T-Shirt, ja. Dankeschön. Genau. Es ging jetzt viel um Thema Fonds und ich habe mich gefragt, ob es nicht auch noch andere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel, vielleicht ein Beispiel einfach aus meiner Umgebung, ist eine Solarvida, die will ein neues Haus bauen und hat nach Direktkrediten gefragt. Ja. Da kriege ich vielleicht ein bisschen weniger raus, aber ich habe nicht diesen riesigen Umweg um den Fonds, ich habe nicht andere weitere Risiken, gut, Inflation vielleicht, aber ist das vielleicht nicht auch eine Art der Wirtschaft, die uns noch mehr verbinden würde miteinander, auch ein bisschen persönlicher und mehr auf der Beziehungsebene auch sein könnte. Magdalena, was denkst du dazu? Gerne, ich finde es spannend und wichtig und ich glaube, es ist auch was Schönes, in seiner eigenen Region was machen zu können. Aber von der Risikoperspektive ist natürlich, wenn ich jetzt Geld in ein Projekt stecke, das Risiko, was ich habe, viel riesiger, als wenn ich das in einem Fonds habe, was der breit streut.
Also sowas kann man machen, aber man muss sich dann wirklich der Risiken bewusst sein, weil das kann dann auch weg sein, je nachdem, wie auch dieses Investment dann strukturiert ist. Und es gibt in Deutschland leider auch ein sehr unsägliches Marktsegment, was als grauer Kapitalmarkt beschrieben wird. Und die machen so Direktinvestments mit sehr wohlklingenden Namen, was dann aber zum Teil sehr nachteilige Produkte sind. Und dieser Marktbereich reitet auch so ein bisschen die grüne Welle. Und wir haben da letztes Jahr auch mal ein bisschen Zahlen zusammengetragen, dass mit so grünen Investments in diesem unregulierten Marktsegment Anleger in Deutschland in den letzten 10 Jahren mindestens 2 Milliarden verloren haben. Also da gibt es auch wirklich schwarze Schafe und deswegen, wenn das vor Ort ist und man das Projekt kennt und auch versteht, was man da tut und welche Risiken man eingeht, ist es eine schöne Sache, aber man muss sich dann auch echt dahinter klemmen und darf sich da nicht von irgendwelchen Anbietern, ich sage jetzt mal Solarparks in Südasien versprechen lassen. Ja. So, ich würde jetzt einmal, ich habe deine Hand auch gesehen, ich würde einmal mit dem Mikro da vorne hingehen, weil du hattest die Hand auch ganz schnell oben. Und wir brauchen auch noch Fragen von Frauen. Genau, deswegen, Hand bitte oben lassen. Ich dachte nur, es wäre jetzt logistisch schlauer, erstmal dich kurz noch mit dran zu nehmen. Ja, genau. Ich habe das Gefühl in letzter Zeit, dass vor allem Versicherungen und Rückversicherer irgendwie besonders dafür werben, dass sie jetzt nachhaltig investieren. Wie viel steckt dahinter oder ist das mehr Greenwashing? Ui, das, also da wäre ich tatsächlich ein bisschen vorsichtig mit Versicherern. Da musst du genau hingucken. Also das ist im Grunde die Antwort. Du musst dir dann ganz genau angucken, in was die Versicherer investieren. Wenn sie das nur sagen, würde ich ihnen definitiv nicht vertrauen, sondern ich würde sehen wollen, worin sie tatsächlich das oder wo sie das Geld hinlegen, was sie von uns Privatmenschen einsammeln, in welche Produkte sie tatsächlich investieren, in welche Aktien, Anleihen, Rohstoffe etc. Also da kommst du nicht drum hin, dann wirklich der Versicherung zu schreiben oder auf ihren Internetseiten Geschäftsberichte zu lesen und zu fragen, was heißt das eigentlich? Deswegen, ich würde erstmal skeptisch daran gehen, wenn Versicherer sowas sagen, aber kann ja sein, jeder hat ja die Chance, sich zu verändern. Und da würde ich noch ergänzen, weil Versicherer haben ja auch dadurch, dass sie Dinge versichern, einen großen Wirkhebel in der Gesellschaft. Und es gibt eine Tendenz, dass Kohlekraftwerke immer schlechter versicherbar werden, weil Versicherungen oder Versicherer selber Ausschlusskriterien definieren. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Hebel, wo auch der Finanzsektor sozusagen an sich noch mehr die Nachhaltigkeit treiben kann, nämlich indem er sagt, sowas versichern wir jetzt nicht mehr. Und damit wird es auch sehr schwierig, sowas zu realisieren. Also ich glaube, das ist nochmal ein Hebel, den man im Kopf behalten kann. So, dann gehen wir einmal hier rüber. Und gerne, es dürfen sich auch noch mehr melden. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ein paar Minuten. Also überlegt nochmal, ob ihr nicht doch noch eine Frage habt. Genau, wir haben jetzt viel über Fonds gehört und mir ist noch sehr das Beispiel in Erinnerung geblieben, als zur Aktionärsversammlung von Siemens kritische Aktionäre quasi ihre politische Stimme an Aktivistinnen gegeben haben, als so dieses kritische Projekt Stop Adani in Australien quasi aufkam. Wie wäre da eure Einschätzung, was das für eine Wirkmacht hat, dass man ja auch durch Geld man sich quasi politische Macht einkaufen kann und dann auch vielleicht eine transformative Kraft auf die Realwirtschaft hat? Natürlich, ja, das kann man, das ist so. Also wenn du an einem Unternehmen 2,5% halten würdest von Siemens oder BASF, dann kannst du natürlich Einfluss nehmen, bis zum gewissen Grad. Der Vorstand muss zumindest und auch der Aufsichtsrat müssen dann ein ganz anderes Reporting an dich machen. Aber wir können nicht 2,5% oder so an den Unternehmen halten. Also ne, da wären wir Multimillionäre, sonst würde es nicht gehen. Aber trotzdem, das ist auch etwas, was ich in Ergänzung zu dir noch sagen wollte. Wir können natürlich auch in Einzelaktien oder Einzelunternehmen über die Börse investieren und nicht über Fonds. Da können wir die Unternehmen ja durchleuchten und es gibt ja verschiedene, zum Beispiel der Naturaktienindex, da sind 30 wirklich durchleuchtete Unternehmen drin, in die könnte man ja investieren oder sich die eben anschauen. Oder man geht bewusst in solche Unternehmen rein, wie BASF oder andere, und stänkert dann auf den Hauptversammlungen rum. Genau so. Und versucht tatsächlich auch da ein bisschen
ja, Öffentlichkeit zu erregen. Und ja, aber es geht eben nicht nur über diesen Hebel, sondern man muss ihn dann auch nutzen, weil viele investieren zwar in Unternehmen, aber gehen nicht zur Hauptversammlung. Ja, aber auch das, ja, ist ein Hebel, den man gut ausprobieren kann. Hm? Möchtest du noch ergänzen? Oder? Ja, ich glaube, das Stimmrecht auf Aktionärsversammlungen wird von ganz verschiedenen Akteuren verwendet. Du hast die kritischen AktionärInnen genannt. Es gibt Urgewalt, das ist eine NGO, die schon seit 30 Jahren genau das macht. Es gibt aber auch aktivistische Hedgefonds oder sowas, die dann sagen, sie sind zwar ganz klein, aber sie haben da investiert und bauen jetzt unter den Aktionären von dem Unternehmen eine Koalition und bringen da jetzt Aufsichtsratsmitglieder rein, die das Unternehmen umkrempeln. Da gab es einen spektakulären Fall mit Exxon und Engine Number One, hieß der Hedgefonds, kann man nachlesen, ist wirklich spannend. Die haben es geschafft, zwei Leute in dem Board von der Firma nach ihren Wünschen auszuwählen. Ja. So, ich habe jetzt hier gerade eine geheime Message bekommen, dass die Zeit um ist. Genau. Ihr habt sie auch gesehen. Deswegen müssen wir jetzt hier leider runter, aber wir gehen jetzt direkt nochmal in die Speakerinnen-Lounge. Genau, ich würde sagen, wenn du noch, also komm noch gerne nochmal rüber. Oder genau, also wenn du die Frage unbedingt stellen möchtest, natürlich nur, ich möchte dich jetzt hier nicht unter Druck setzen. Komm gerne nochmal mit rüber und auch jeder andere kann gerne nochmal kommen, dann könnt ihr da nochmal Nachfragen stellen. Magdalena und Dani werden da auch sein. Ansonsten danke, dass so viele da waren. Es hat uns Spaß gemacht. Ja. Und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei den anderen Programmpunkten heute.